Hallo Leute, schön, dass ihr hier wieder da seid bei Minecraft. Ja, die letzten paar Folgen haben wir ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt dahin mit unseren ganzen Redstone-Gedöns. Ich glaube, das läuft jetzt mal soweit. Läuft ordentlich soweit, also das heißt, rein theoretisch können wir hier mal wieder Redstone rausnehmen. Sand und Schlacke brauchen wir auch nicht. Das können wir hier reinklatschen. Und ich habe hier eine Painting-Maschine und so gebaut, damit wir das auch bauen können. Also hier verkabbern können, damit man nicht alles sieht. Ich bin jetzt gerade überlegen, die Painting-Maschine, wo ich die hinklatsche. Bin gerade überlegen, ob ich die nicht da unten einfach hinklatschen soll. Bin ich echt am Überlegen, Leute. Weil automatisieren werden wir die nicht. Nein. Nein, das machen wir nicht. Ah, Painting-Dekorationsblock, gut. Heißt, wir können sie wirklich hier hinklatschen. Die braucht natürlich Strom. Jetzt mal gucken, wie fahren wir mit dem Strom am besten hier unten lang. Wir haben ja hier unten, ich glaube. Ah, haben wir nicht das hier unten. Egal, wir fahren ja einfach. Ja, wobei wir können hier unten auch fahren. Genau, das war der Fehler, was ich ja mal gesagt habe. Ja, nicht den Block entfernen, oder? Habe ich ja mal gesagt, oder? Ist das nicht so? Habe ich extra gesagt? Ja, ihr hört ja nicht auf mich. Ach Gott, Gott. Warum sage ich das eigentlich mal, wenn ich keiner zuhört? Weiß es nicht. Die 600er sollten eigentlich genügen. Energy Conduit haben wir da noch 640er, ja. War haben wir noch. Wird aber nicht genügen. Das heißt, wir nehmen noch 8 mit. Das heißt, wir sagen hier, zack, hoppala. Du kommst mit. So. Jetzt wird es interessant, weil ich muss den Block weg tun und den setzen hier. Und ja, interessant. Bin ich jetzt gelandet? Echt, so weit unten? Okay. Warum komme ich da jetzt? Doch, komme ich. Finde es interessant, dass mein Jetpack keinen Sound hat. Interessant. Gut, der hat jetzt Strom oder kriegt Strom. Passt. Das heißt, wir können hier mal Stein nehmen. Das wieder zumachen. Weil der ja Strom kriegt. Das heißt, das haben wir alles erfüllt. Dann schmeißen wir die hier rein und Stonebrick. Dann macht er die zu Stonebrick Covers. Schön animiert hier vorne. Jetzt gucken wir mal die. Und die können wir jetzt einfach hier mit Restklick draufklatschen. Sieht es aus, als hätten wir hier einen normalen Stonebrick. Aber in Wirklichkeit haben wir hier Kabel drunter. Und wenn wir dann unsere Jeta-Wrench in die Hand nehmen, sehen wir trotzdem Kabel. Und da können wir trotzdem durchscrollen. Was ist denn das? IC-Strom oder was? Ah, das sieht man gar nichts. Gar nichts. Einstellungen und alles. Okay, perfekt. Wie gesagt, soweit glaube ich, läuft das jetzt schon mal. Mal halt nur gucken, wie viel dann überbleibt. Da müssen wir halt dann ein bisschen noch automatisieren den Hintergrund. Sagt mit dem Interface und so. Stein läuft auch noch anscheinend. Und den Müll kann man wegtun. Die Energie-Dinger behalte ich mal. Die Axt, ja, die brauche ich immer wieder mal. Fressen haben wir noch. Gut. Die Kiste kann dann weg. Das war ja eine Testkiste. Ja, dann gehen wir mal zu dieser Baustelle. Die wird ein bisschen schwieriger werden. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ist wieder so eine Sache mit den Automatisieren hier. Na komm. So. So. Und rein durch ist die Ecke. So, das heißt so. Perfekt. Wird da einmal außen runter rumkommen. Was ich jetzt nicht habe, ist Fackeln. Nee. Das heißt, ich brauche Fackeln. Das können wir mal weg hier. Stecken Fackeln. Ausleuchten hier. Halt da nichts spawnen kann. Kommt das da hinten? Ist ja gar nichts ausgeleuchtet. Okay. Warum konnte da bis jetzt nichts spawnen? Wegen den Kabel vielleicht. Doch, ich hatte Fackeln. Bin ich dumm? Ich bin dumm. So, also der Crafter ist für das hier. Das heißt, wir machen hier mal
gehen. Damit 3 Kraft da. Das geht. War eben meine Überlegung, ob das alles funktionieren wird. Aber ich denke mal, es muss einfach. So, der Krafter kommt oben hin. Bei Kisten? Nein, Kisten wollen wir hier keine verwenden. Möchte ich nicht. Nee, normal nicht. Ich werde es mal ohne Kisten testen. So. Der erste Krafter kriegt die ganzen Rezepte hier rein. Und da haben wir 2 weitere Krafter. Und da müssen wir uns mit die 3 Rezepte irgendwie klarkommen. Also in den einen müssen wir 2 rein. Ich weiß es echt nicht, ob das so gut gehen wird, aber es muss nur einfach. Das heißt, wir machen die Basic in einen und die anderen in 2 einen. So, genau. Das heißt, hier machen wir Basic und hier die und die. Hoffen wir aufs Beste. Dann brauchen wir noch ME-Kabeln. Cable für die Verbindung und wir brauchen natürlich noch Strom. Energy Cable. Da muss ich aber erstmal gucken, welche wir hier hinten verwendet haben. Wir haben die grünen. Nee. Die 5000 haben wir hier verwendet. Okay. Hier bräuchte ich rein theoretisch die Stickkabel nicht. Mal sie weg. Rein theoretisch brauche ich sie nicht. Ist ja nur Verschwendung. Außer wir können natürlich dann irgendwann mal weiterfahren oder so. Jetzt weiß ich nicht, ob die hier unten jetzt funktionieren oder nicht. Doch, ich glaube schon, oder? Ich glaube, die connecten. Und dann weiß man, was wir jetzt haben. Mal so. Dann brauchen wir uns keine Gedanken machen. Die Kiste kann weg. Wir haben die 6000, habe ich gesagt. Die 5000. Weil wir aber noch welche brauchen, deswegen müssen wir hier noch ein paar herstellen. Und da brauchen wir dann zweimal das noch. Und was ist in der Mitte gewesen? Also dreimal dann. Dann nochmal. Weil wir es können. Mal, wo stellt er die her? Hier. Gut. Beschleunigen wir ein bisschen. Gummi. Und dann einfach zack, zack, kriegen wir 8 Stück raus. Ich glaube, das genügt. Muss genügen. So, und jetzt muss ich hier gucken. Nee, wartet mal. Bitte fragen, brauchen die überhaupt Strom? Da kann, denkst. Das normal. Brauchen jetzt dann Advanced Dinger. 3 Stück ist ja egal, weil wir es können. Okay, der braucht gar keinen Strom. Gut. Dann halt nicht. So. Dann halt nicht, dann kriegst du keinen Strom. Ja, wahrscheinlich, weil die über das ME den Strom kriegen. Okay. Das heißt, wir unten Probleme so machen. Was wir natürlich noch machen müssen, ist das Rausziehen. Ist mal die Frage, wenn ich jetzt hier hinten kurz mal das hier kappe. Geht der da noch? Ja. Und das heißt, wir könnten, jetzt müssen wir jetzt gucken, hier haben wir eine Item-Line, oder? Ja, Item-Conduit. Das hier Item-Conduit hier hingelegt und fertig. Und alles drüben ins Interface rein. Da müssen wir natürlich noch irgendwelche Item-Conduits machen. Aber 4 Stück wird auch nicht genügen. Ach, ja, das reicht. Das heißt, so. Dann runter. Hier lang. Und hier sagen wir einfach extract always, extract always und hier gucken. Jetzt müsste ja noch was drin sein und wenn wir jetzt sagen always, müsste es rausgehen. Oder auch nicht. Und die Farbe Insert 1. Ja. Verbunden ist alles. Extra grün eures. Interessant. Unten vielleicht? Eures? Unten, okay. Dann halt anders. So, dann nehmen wir aber dafür die Range. Kann man nicht in Versuchung, was Falsches abzubauen. Dann können wir wieder unsere Binding-Maschine. Paint-Maschine rausholen, weil wir ja das dann wieder painten müssen alles.
dass das läuft. Always, always, always. So, mal damit raus. Dann haben wir unsere Painting-Maschine. Dafür brauchen wir noch diese komischen Dinger da. Haben wir noch eins. Dann brauchen wir dieses Ground-Ding da. Könnte man rein theoretisch auch schon automatisieren mittlerweile. Aber so schlimm ist es, glaube ich, auch noch nicht, dass das zwingend brauche. Denn. Oder? Naja, glaube nicht. Brauchen wir drei Stück davon. Die schmeißen wir hier rein. Und wir können eh drin. Ah ja. Schnell mal beschleunigen und dann ist gleich nach Ruhe hier. Zack. Drei Stück und dann. Hier sieht man durch. Das an. Heißt, wir stellen hier hinten einfach, weil wir es nochmal können, hier so hin. Perfekt, da sieht ja keiner mehr was. Gut, genau. Dann haben wir das eigentlich auch schon automatisiert. Den ersten ist relativ viel, aber egal. Kann man sich eh nicht in die Quere. Wobei das ein bisschen blöd ausschaut, weil hier unten dann so viel Platz ist, aber egal. Fehlt dir schon irgendwas? Nein. Jetzt noch nicht. Wenn wir hinten reinschauen in die Kiste, wie viel schon Redstone über haben. Wieder zwei Stacks, also. Ich muss sagen, die Sache lohnt sich. Der Aufbau lohnt sich auf alle Fälle. Natürlich kostet das Herstellen von diesem bei Opium auch wieder was. Aber es lohnt sich, ja, auf alle Fälle. Wir kriegen einen schönen Redstone. Ich weiß gar nicht, ob man das dann rein theoretisch. Ja, das, gell? Könnte man das ja mit anderen Sachen auch machen, einen Redstone? Mal kurz gucken. Block of Quarz, das ist die nächste Frage. Das wäre ja auch noch was. So ist ein Block of, weil Quarz haben wir auch mal so wohl. Kriegen zwei raus aus ein. Nee, das war jetzt falsch, wenn ich so klicke. Kurz mal durchswitchen. Nee, da muss ich schauen. Das brauchen wir. Kriegt zwei Blöcke raus. Wir brauchen wie viel Quarz? Okay, das geht. Schade. Ich glaube, mit Lapis geht es noch, aber Lapis brauchen wir nicht. Redstone war jetzt unser Problem und das haben wir damit jetzt beseitigt. So, jetzt fehlt hier noch was zur Automatisierung rein. Das hier ist natürlich jetzt noch halb automatisiert, aber sagen wir mal, für die Halbautomatisierung läuft's. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann haben wir mal das Projekt abgeschlossen. Hier haben wir natürlich noch ein paar andere Projekte, die Lootbags. Gott, oh Gott, oh Gott, das habe ich noch gar keine Lust. Aber da haben wir ja im Keller unten auch noch jede Menge Lootbags. Ich glaube, da werden wir echt irgendwie ein eigenständiges ME-System bauen, wo wir die dann reinpacken oder so. Das ist echt noch nicht, bis heute noch nicht. Er ist wieder verstopft. Aber hat hier eh zu tun, der hat eh zu tun. Ja, hier kann man. Oh. Verschwinde! Junge, Junge, Junge. Hier kriegen wir wohl ein bisschen Redstone raus, aber nicht so viel. Aber wir kriegen halt Gunpowder und Glowstone und so raus. Was wir aber noch brauchen werden. Base Powder ist auch nicht so verkehrt. Brauchen wir eh. Das brauchen wir fürs Pyrophium auch. Mal gucken. Base Powder haben wir noch 366. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Diese Dinger können wir auch reinwerfen, das auch. Ludwig schmeißen wir mal rein, ist doch egal. Den Kack hier rein und Back hier nehmen wir mit. Anders schmeißen wir rein. Blopp. Das brauche ich nicht mehr. Und das brauche ich nicht. Batterie kann hier hin. Wird eh geladen. Der Level ist eigentlich überflüssig hier. Ja. Jetzt verbrauchen wir natürlich nur noch 150, weil wir ja die Wireless-Sticks ausgeschaltet haben. Was ist hier drin? Neos Extruder. Ah ja, stimmt. Wir haben ja mit nächsten Neos Extruder haben wir Obsidian gestellt. Hier ist Lapis. Oh, braucht das jemand? Da können wir uns Nether Stars holen. Gut, Nether Stars, das wird auch so ein Thema. Oh, bo. Das müssten wir auch machen. Jetzt ist gerade die Frage, wie wir das am besten machen. Frage ist, will ich das jetzt offline testen oder will ich es nicht offline testen? Ich werde es mit euch gemeinsam testen, mein Plan. Ihr könnt offline testen und dann bauen. Ich glaube schon, dass es funktionieren wird.
Wir werden mal da draußen mit dem Soulwife die Witch anfangen, weil die werden wir mal brauchen irgendwann mal. Haben wir die wenigstens schon mal. Wollt ihr keine Gedanken machen, die werden wir vielleicht noch eine, die werden wir auch noch mal geil fangen. Soul. Nehmen wir gleich mal zwei mit. Witch werden wir brauchen. Habe ich auf anderen Server so geärgert, dass ich die Witches nicht gefunden habe. Deswegen klaue ich die jetzt gleich. Weil sie sind echt extrem schwer zu finden, auch teilweise. Spinne brauchen wir nicht. Reaper brauche ich auch nicht. Aber sonst noch irgendwas? Nein. Gut, so. Dann du noch ein. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dran, Leute. Tschüss.